Ich bin ja schon froh, dass derzeit Besuche und so wieder möglich sind. Heute bin ich zu Besuch beim Motorsportclub Frickenhausen. Noch besser, ich besuche eine Veranstaltung. Das erste Mal seit mehr als 1,5 Jahren. Völlig neues Gefühl, mal wieder unter Menschen zu sein, mit Bier, Pommes und Bratwurst vom Grill. Sensationell. Der Fahrer fahren hoch, das heißt, die fahren gar nicht raus in den Servicebereich oder in ihr Fahrzeug. Hier findet heute der 26. CC Enduro Cup Süd vom ADAC Württemberg statt. Die 25. Austragung gab es erst gestern hier. Ich war auch kurz da, was mich animiert hat, heute Videoapparat einzupacken, um ein paar Impressionen einzufangen. Ohne Wettbewerbsgedanken, einfach bloß zum Genuss. Heute früh sind die Klassen EC3, Jugend und Elektro unterwegs. Greta muss jetzt tapfer sein oder einfach mal weghören. In der Elektroklasse hat sich gar niemand eingeschrieben. Ich schätze mal, das wird sich in Zukunft auch noch ändern. Wie auch immer, EC3 ist die Einsteigerklasse, Mindestalter 16. In der Jugendklasse ist das Alter 14 bis 16. Gefahren wird 2 Stunden als Einzelwettbewerb. Durch die vielen Regenfälle in den letzten Wochen ist die Strecke heute nicht zu staubig, was es ganz interessant macht zum Zuschauen. Mein persönlicher Favorit ist das Wasserloch. Ich habe mal davon gehört, mein Kumpel Sergio soll dafür verantwortlich sein. Es sei seine Idee und Initiative gewesen, das Ding da anzulegen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Sportler und Innen ihn dafür hassen. Er selber fährt heute gar nicht mit. Seine KTM EXC hat er schon vor einiger Zeit verkauft. Die Prioritäten haben sich auch bei ihm verschoben. Ich schaue mich jetzt ein bisschen auf der Strecke um, gehe auf der Westseite ein bisschen nach oben, von wo man die Strecke gut einsieht und halte eine Weile mein Gosch. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ach, was juckt mich mein Geschwätz von grad? Ich kann mein Gosch ja doch nicht halten. Noch etwas, wie man da sieht, lässt sich das Wasserloch auch umfahren. Wenn man den Chicken Way nimmt, wird man zwar nicht so dreckig, verschenkt dafür aber Zeit. Sagen wir mal so, wenn man sein Rennen um eine gute Platzierung fahren will, ist das nicht unbedingt die zielführende Alternative. Kurzer Blick auf die Burg Hohenneuffen im Hintergrund, im Vordergrund auf den Hindernisparcours im Zielbereich. Der soll auch das Werk von Sergio sein, was man sich so erzählt. Da schauen wir später auch noch vorbei. Jugend- und Einsteigerklassen lassen den aus, damit es nicht zu schwierig wird. Aber jetzt halte ich mein Gosch, wenigstens vorübergehend. Jetzt muss ich doch nochmal was erzählen. Gerade habe ich einen Sergio an der Strecke getroffen. Der fährt heute doch, hat er mir gerade erzählt. Der hat sich gestern nur ganz kurzfristig in die Klasse EC6 eingeschrieben. Das ist die Klasse für Geburtsjahr 1979 oder älter. Start ist um 12.30 Uhr. Ja, wie geht denn das? So ganz ohne Motorrad. Die KTM leiht er sich für die 2 Stunden einfach vom Vereinskameraden Mark zurück, an den er sie verkauft hat. Sergio hat heute keine Wettbewerbsambitionen, erzählt er mir. Chancen auf einen Klassensieg rechnet er sich eh nicht aus. Nach so langer Pause fehlt einfach die Übung. Er hat einfach Lust, mal wieder auf dem Rundkurs rumzufahren. Eine kleine Genusstour sozusagen. Ha ja, warum nicht? Eine Wette sei diesmal auch nicht im Spiel, hat er mir versichert. Ha, ich erinnere mich noch gut an die Geschichte vor ein paar Jahren. Es war auch bei irgendeinem Rennen in Frickenhausen. Da hatten 2 Vereinskameraden abends in Feierlaune so eine Wette abgeschlossen. Wer sich im Rennen hinter dem anderen platziert, muss danach im Wasserloch baden gehen. Wenn ich mich recht erinnere, hat Sergio damals die Wette gewonnen. Wer derjenige war, der baden gehen musste, weiß ich nimmer. Das war jedenfalls eine Mordsgaudi, das weiß ich noch. So, bevor die Klassen EC3 und Jugend gleich abgewunken werden, gehe ich mir Bier, Bratwurst und Pommes holen. Ich mache das lieber antizyklisch. In der Rennpause ist bestimmt wieder so ein Andrang. Ich freue mich schon auf den typischen Geruch da unten. Eine Mischung aus Frittierfett, verkohlter Grillwurst, Zweitakt- und Viertaktabgasen und abgefrästen Gras. Ein Genuss. Boah, war das lecker. Ich habe mich jetzt zum Start der Klassen EC4, 6 und 7 positioniert.
Die Motorräder müssen bis zur Startaufstellung geschoben werden. Die Motoren sind aus, was für eine erholsame Ruhe sorgt. In der Klasse 4 starten die Frauen, Mindestalter 16. Klasse 7 sind die Senioren, Jahrgang 69 oder älter. Klasse 6 sind die beinahe Senioren. Zur Erinnerung, das ist die für den Jahrgang 79 oder älter und die Klasse, in der Sergio startet. Nach dem Reglement zugelassen sind Enduro- und Motocross-Motorräder ohne Hubraumbeschränkung. Gestartet wird im Le Mans-Stil. Das heißt, die Rennfahrer und innen rennen zu ihren Maschinen, springen auf, starten die Motoren und spurten los. Klasse 6, die mit Sergio, startet als erstes. Der Kameramensch pennt. Den Moment, wo sie losrennen, habe ich natürlich verpasst. Voll normal, aber egal. Sergio fährt mit der Startnummer 733, der mit der orangenen Hose. Von links kommt die kürbisfarbene Hose gleich wieder ins Bild. Typisch, wer KTM fährt, trägt Kürbis, so wie sie es gehört. Der gast aber ganz schön an für eine Genussfahrt. Junger Vater, ah ja, aber wenn's Spaß macht. Jetzt geht's Schlag auf Schlag, die alten Herren geben Vollgas. In der ersten Runde wird der Hindernisparcours auch noch umfahren, damit es nicht gleich Stau gibt. Ab der zweiten Runde ist der Parcours dann auch offen, wenn sich der Verkehr ein bisschen entzerrt hat. Mist, den Frauenstart knapp verpasst. Samantha Buhmann gibt gleich mal richtig Gas und setzt sich vorne ab. Respekt. So viele Starterinnen sind es nicht. Bloß 7 an der Zahl haben sich in der Klasse EC4 eingeschrieben. Eigentlich schade, dass das nicht mehr sind, aber ich schätze mal, da wird sich in Zukunft auch noch was tun. Aber jetzt halt ich mal Gosch. Versprochen.
Also ich glaube ja, ich hab mein Gosch jetzt lang genug gehalten. Da hinten sieht man gerade irgendeinen in den Hindernisparcours reinfahren. Auch der lässt sich übrigens umfahren. Dass das nicht zwangsläufig einen Vorteil verschafft, zeigt uns Larissa Meier aus Biberach recht deutlich. Sich aus der Furche an dem kleinen Buckel wieder zu befreien, ist bestimmt eine Herausforderung. Da stehen zum Helfen auch überall so Streckenposten bereit, falls man es nicht aus eigener Kraft schafft. Aber die Hilfe hat Frau gar nicht nötig. Mit der richtigen Technik klappt es auch so. Weiter geht's. Die Kürbishose sieht jetzt irgendwie anders aus, hat wohl ein bisschen Farbe abgekriegt. Jetzt schauen wir mal wieder auf die Strecke. Das ist Sergio aus, das ist gerade Sergio, der wieder Startnummer 733. Jetzt mal eine kleine schöpferische Pause auf dem Eisenstapel macht. Sergio noch 10 Minuten. Jawohl. Okay, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, in 10 Minuten ist das Rennen rum, Sergio führt und hat die schnellste Runde in seiner Klasse hingelegt. Von wegen, außer Übung und Genussfahrt und so. Gut, ich kenne ihn ja nicht anders. Durst, Hunger, Pipi, Scheiße, jetzt habe ich den antizyklischen Gang aufs Klo und zur Fressmeile verpasst. Naja, dann stelle ich mich halt an den langen Schlangen an. Aber nur mit Maske, eh klar. Jetzt hat der Kerl echt den Klassensieg in EC6 eingefahren. Ja, so ist er, der Sergio. Uhr, jawoll, jetzt geht's richtig ab. Da hinten ist gerade die Klasse EC1 losgefahren. Das ist die Klasse für hohes Leistungsniveau. Mindestalter 16, sozusagen die Königsklasse in der Rennserie. Nicht zu übersehen, wie die es drauf haben. Hammer. Man könnte fast meinen, die fahren um die Wette. Als nächstes startet die Klasse EC2, definiert als mittleres Leistungsniveau, ebenfalls 16 Jahre oder älter. Kurz darauf startet dann auch noch EC5, Alter 16 bis 22 Jahre. Ich halte mich jetzt mehr in der Nähe vom Zielbereich auf. Dort am Hang liegt der Hindernisbereich für den Trialsport. Die Enduro-Strecke führt da mittendurch, allerdings braucht man im Gegensatz zum Trial nicht über die Felsbrocken drüber fahren. Das geht auch außenrum. Rechts im Bild fährt gerade die Klasse EC1 in die Trial-Sektion, während links im Bild gerade EC2 den Berg hochgeschossen kommt. Einen Überblick zu den Klassen. Heute früh waren ja EC3 und Jugend unterwegs, also die Einsteiger ab 16 und die 14- bis 16-Jährigen. Klassen 1, 2 und 3 unterscheiden sich also im Leistungsniveau von Einsteiger bis Fortgeschrittene, während in den Klassen 4 bis 7 und Jugend nach Alter oder Geschlecht differenziert wird. Da gibt es naturgemäß auch Überschneidungen der Klassen.
Ich frage mich ja, wie das ist, wenn man die Voraussetzungen für mehrere Klassen erfüllt, auch von der erforderlichen Lizenz her. Ich vermute mal, dann kann man sich's aussuchen, für welche Klasse man sich einschreiben will. Von hier oben hat man auch einen ganz guten Einblick in den Hindernisparcours. Aber jetzt halt ich mal Gosch. Das Rennen läuft jetzt seit gut einer halben Stunde. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die Ehrungen vom Rennen am Mittag, also die Klassen EC4, 6 und 7. Parallel dazu müssen am Mittag die Ehrungen für EC3 und Jugend stattgefunden haben, als sie gerade an der Strecke unterwegs war. Kurz nachgetragen, in der Einsteigerklasse EC3 belegen die Plätze 3, 2 und 1 Lukas Keller aus Illertissen, Pascal Rodriguez aus Sindelfingen und Tom Brodbeck aus Bempflingen. Letzterer ist Mitglied im MSC Frickenhausen. Heimvorteil? Keine Ahnung. Wenn ich mir die schnellsten Rundenzeiten von den vorderen 5 Plätzen so anschaue, kann ich bloß der Hut lupfen. Schneller als in der Klasse EC1 bisher. Na gut, die haben den Hindernisparcours ausgelassen, aber in 7 Minuten und 8 Sekunden den kompletten Rundkurs abzufahren, finde ich trotzdem krass. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich mit meiner Reise-Enduro dafür brauchen wird, falls ich es überhaupt schaffen tät. Auch in der Klasse Jugend sind die Rundenzeiten spitze. Hier gab es bloß 4 Starter. Die 3 schnellsten sind Jean-Colin Gräber aus Riederich, Mathis Millich aus Argenbühl und Sandro Magino aus Waldburg. Gratulation! Jetzt aber geht's an die Ehrungen der Frauen, Klasse EC4. Platz 3, Sabrina Augstein aus Sonnenbühl. Platz 2, Nadine Meyer aus Irgendwoher und Samantha Buhmann aus Amzell. Klasse EC7 wird geehrt, Jahrgang 69 oder älter. Auf den Plätzen 3 bis 1 landen Clemens Pfeiffer aus Frickenhausen, Ingo Trost auch aus Frickenhausen und Frank Wiedemann aus Sasbach. Zum Schluss Klasse EC6, Jahrgang 79 oder älter. Christoph Walz aus Filderstadt auf 3, Gerd Decker aus Koblach auf Platz 2 und Sergio Villapuca aus Erkenbrechtsweiler belegt Platz 1. Ja, dann habe ich vorhin also doch richtig gehört. Gratulation aber auch an die folgenden Platzierungen. Die Ehrungen der Klassen EC1, 2 und 5 finden gegen 19 Uhr statt. Zurück zum Renngeschehen. Ich drehe meine letzte Runde an der Strecke entlang. Ich habe das Gefühl, Sound habe ich mir noch nicht genug reinzogen. Genug Abgase inhaliert auch noch nicht. Für Bier, Bratwurst und Pommes gilt natürlich das Gleiche. Da hole ich mir zum Schluss nochmal eine Portion davon ab.
Der Renntag neigt sich dem Ende. Mir hat's saumäßig Spaß gemacht. War interessant zum Zugucken. Mal wieder richtig Sport machen hat auch gut getan. Jaja, was ich heute an der Strecke rumgerannt bin, so viel bin ich schon lange nicht mehr gelaufen. Oberarme und Schultern tun mir zudem weh. Vom freihändig Filmen und Kamera ruhig halten die ganze Zeit. Ich hoffe, der Aufwand hat sich gelohnt. Auf alle Fälle war das ein echtes Erlebnis, mal wieder von echten Menschen umgeben zu sein. Veranstaltungsatmosphäre. Nicht zu vergessen, Bier, Bratwurst und Pommes. Da merkt man mal, was mir die Regierung monatelang vorenthalten hat. Abgesehen mal vom Bier. Das gab's auch im Lockdown. Nach 2 Stunden Rennzeit wird auch das letzte Rennen abgewunken. In Klasse EC5, Alter 16 bis 22, werden die Plätze 3-2-1 belegt von Mika Schwenk aus Denkendorf, Manuel Sonntag aus Rot an der Rot und Marvin Meck aus Radolfzell. Platzierungen 3, 2 und 1 in Klasse EC2, mittleres Niveau, Fabio Butcher aus St. Gerold, Leo Steiert aus Eisenbach und Lukas Hirlemann aus Bad Würzach. Plätze 3, 2 und 1 in der fortgeschrittenen Klasse EC1 belegen Max Faude aus weiß nicht wo, Mike Wiedemann aus Endingen und Marc Scheu aus Grabenstetten. Gratulation und Hut ab. Auf dem Heimweg hole ich mir beim Hutzelmännle in Nürtingen noch einen Schnitzelfladen. Der Imbiss ist direkt am Bahnhof. Schräg gegenüber liegt das sogenannte JAB, was so viel heißt wie Jugendhaus am Bahnhof. Ich krieg den Eindruck, dass die Jugend zu den Menschen gehört, die von der Politik besonders vernachlässigt worden sind. Alles verbieten, ohne Alternativen zu bieten, ist einfach nicht gut für die Psyche, unabhängig vom Alter, aber am allerwenigsten für Menschen in einer prägenden Entwicklungsphase. Über psychische Kollateralschäden wird für meinen Geschmack noch viel zu wenig gesprochen im öffentlichen Diskurs. Das stimmt mich traurig.